Willkommen zurück im Whisky Club. Wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind, und zwar mit Rainer Reckwert und Thomas Thiemeyer, der mich heute herausfordert. Heute ist eine Herausforderung für Rainer da, denn wir testen heute einen rauchigen Whisky. Das tun wir nicht ohne Grund. Weil viele Leute uns geschrieben haben, Leute, ihr vom Whisky Club, ihr seid richtig nett, testet auch mal den Talisker 10 Jahre alt. Genau. Und, zwar, und wer, halt, Entschuldigung, Thomas, wer mich kennt, weiß, ich bin kein Freund torfiger Whiskys. Das ist für mich heute eine Reifeprüfung. Das ist für mich... Das stimmt. Also eine kleine Herausforderung an den lieben Rainer. Aber ich könnte mir vorstellen, da er ja den Highland Park auch sehr gerne mochte, dass er für sich vielleicht jetzt für den Talisker auch ein bisschen zumindest begeistern kann. Denn ich bezweifle das. Für mich ist das einer der absoluten Highlights, ein absoluter Top-Whisky, etwas zutiefst ein männlicher Whisky. Wir hatten bisher auch bei unserer kleinen Reihe Whiskys unter 30 Euro, hatten wir sehr, sehr viele milde, weiche, runde Whiskys, wo man sagen kann, feminine Whiskys kann man auch Frauen einschenken und so. Der Talisker, das ist ein richtiger Männer-Whisky, da kriegt man Haare auf der Brust. Ja, auch Frauen. Er kommt aus einer ganz, ganz irren, tollen Insel. Du warst schon mal da. Auch von Isle of Skye. Die Isle of Skye. Ich zeige sie mal hier kurz auf der Karte. Hier liegt sie. Also sie ist mittlerweile über den Landweg zu erreichen. Die haben da eine Brücke rüber gebaut. Man kann also mit dem Auto rüberfahren. Aber es ist eine bizarre, eine tolle Landschaft. Wer den Film von Ridley Scott, Prometheus, gesehen hat, da gibt es im Anfang diese Szene, wo die Archäologen da rumkraxeln und eine Höhle entdecken. Das ist auf Skye gedreht, so sieht es da aus. Aber Skye ist unglaublich. Es ist auf jeden Fall eine Reise wert. Es gibt dort alles von grünen Wiesen, Wiesen ist vielleicht übertrieben, sagen wir mal grünen Flächen, die aus Flächen und Moos bestehen, bis zu den bizarren Felsformationen Skye. Ja. Skye ist toll. Sturm um Toast, und da kommt der Whisky her, und ich finde, der spiegelt den Charakter dieser Insel perfekt wider. Das ist irgendwie eine Geschmacksexplosion. Das Wort Explosion macht mir ein bisschen Angst. Wild und urtümlich. Ich bin dann doch mehr... Ja, ich verliere das einfach mal aus. Es kann sein, dass ich der Rainer gleich hier übergeben muss vor laufender Kamera. Ich weiß es nicht. Wäre auch mal neu, wäre auch mal gut. Kann für nichts garantieren. Bekannter Schriftsteller erbricht während Video. Der 10-jährige Talisker, ich komme mal mit der Flasche nach vorne. Das ist halt so der Klassiker, das Flaggschiff der Destillerie. Man findet diesen Whisky übrigens auch in verschiedenen kleinen Whisky-Sortimenten, diese Classic Malts of Scotland, da gibt es irgendwie die Strong Collection und die Coastal Collection, da ist der mit dabei. Talisker hat auch einen Haufen andere Whiskys unterschiedlich ausgebaut, in unterschiedlichen Fässern, unterschiedlich alt. Haben die alle diese torfige Note? Wir haben alle mehr oder weniger diese torfige Note, ja. Ich muss sagen, ich habe noch keinen einzigen Talisker getrunken, noch nicht mal in der Nähe gewesen. Ich hab neulich mal einen gekauft, weil ich kann mal einmal nach hinten greifen und den mal zeigen. Das ist der neueste aus dem Hause Talisker, der Port Rhee, glaube ich, wird es gesprochen. Der ist in Portweinfässern ausgebaut. Er ist süßlich und rauchig zugleich. Aber hast du nicht auch den Talisker Storm? Storm habe ich auch. Der ist noch nicht, den hast du nicht da hier rumgeschickt. Den habe ich aber nicht hier, nee. Aber sie haben alle diesen Rauchcharakter, diesen... Gleich. Und sie haben eben nicht nur, also es ist ein anderer Rauch als diese Isla Whiskys, wie zum Beispiel Lagavulin oder Lafroig. Es ist mehr so ein Lagerfeuerrauch, und bei Lafroig würde ich hier nicht mehr sitzen. Sie haben auch so einen ganz, ganz tollen Seecharakter, finde ich. Du meinst also, es wird salzig? Es könnte ein bisschen salzig werden. Wollen wir mal riechen? Traust du dich? Ja. Dieser Whisky wird mit strammen 45,8 Volumenprozent abgefüllt. Also da hat man auch richtig was im Gläschen. Ich ahne es schon. Ja, aber jetzt lass dich mal drauf an. Das ist dieses Salzaroma. Das ist ganz ehrlich, Thomas. Da draußen schüttet es in Strömen. Ja. Ich würde den nicht bei Sonnenschein trinken. Heute ist der wievielte Mai? 31. Der 31. Mai. Und es schüttet in Strömen, ja. Wenn da draußen 30 Grad werden. Niemals. Nee. Das ist ein klassischer Whisky, den man irgendwie im Herbst oder im Winter trinken muss, wenn es draußen stürmisch und kalt ist. Aber ich muss sagen, Thomas, der riecht gar nicht so unangenehm. Ne, eigentlich ist es doch, der Rauch bindet sich nach einer Weile ganz gut ein. Ja. Er hat auch viel von Frucht. Und dann kommt diese Frucht, genau. Dann kommt nämlich das Bourbon-Fass, da kommt das Sherry-Fass und vor allem kommt das Salz. Ja, und da müssen wir ein bisschen was drüber erzählen. Ne?
Viele Leute sagen ja, oh, Salz in einem Whisky, das gibt es doch überhaupt nicht. Wie soll das denn da reinkommen und so. Das stimmt schon, da wird kein Salz beigemengt oder so. Aber wenn man in so einer Destillerie gewesen ist und das gesehen hat, wie sich die Salzkristalle von dem Meerwasser auf den Fässern außen ablagern. Atmende Fässer nennt man das. Genau. Das ist ja so, diese Fässer, die lassen ja Luft rein und raus. Also da ist ja ein ständiger Austausch. Im Sommer beispielsweise, wenn das Holz dann warm wird, öffnen sich die Poren, dann dringt der Whisky ins Holz ein, im Winter zieht sich das zusammen und da ist immer Bewegung. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Whisky, wenn er ins Holz eindringt und sich im Winter dann wieder zurückzieht, ein bisschen was von dieser Salzfracht außen kann ich mir gut vorstellen. Also durchaus möglich. Aber ich finde jetzt, ganz ehrlich, Thomas, ich hatte ja größte Bedenken, aber diesen Haufcharakter finde ich jetzt gar nicht störend, den Geruch. Ich finde, es dominieren eigentlich sogar die Fruchtnoten. Und ich finde er wirklich sehr fruchtig. Ja, er ist komplex, er ist fruchtig. Es ist ein Traum von einem Whisky. Traust du dich unter 30, ja, unter 30 Euro. Unter 30 Euro. Also dafür lege ich tatsächlich, oder wir, unsere Hände ins Feuer. Wir machen hier kein Theater. Manchmal müssen wir natürlich ein bisschen suchen. Manchmal muss man im Internet vielleicht mal gucken. Aber diese ganzen Whiskys sind tatsächlich unter 30 Euro zu haben. Thomas, trau dich. Ich probiere es. Wir versuchen es. Wir sind mutig. Und da ist er, der Rauch. Und da ist nicht nur der Rauch, da ist auch Pfeffrigkeit drin, Schärfe. Aber ganz pfeffrig. So richtig. Ich habe noch nie so einen pfeffrigen Whisky erlebt. Es gibt einen Begriff für diese Art von Schärfe, und zwar nennt sich das Chili Catch. Das ist, das kommt nicht vom Alkohol. Also das ist nicht die Alkoholschärfe, sondern das ist eine gewisse Pfeffrigkeit, die aus dem Destillationsprozess entstanden ist. Bist du sicher? Also der schmeckt ja total nach Pfeffer. Richtig würzig, pfeffrig, rauchig. Also aber wirklich pfeffrig. Meine Güte. Ja. Also im Augenblick. Der wärmt. Nämlich ja. Der wärmt. Aber ganz ehrlich, im Augenblick ist da nichts für mich. Nicht viel mit Früchten. Okay. Die Früchte treten jetzt erstmal wieder in den Hintergrund. Aber selbst der Torfgeschmack tritt in den Hintergrund. Ja. Also der ist natürlich da. Ich habe den im Mund. Aber die Pfeffrigkeit dominiert. Ne? Der ist ja unglaublich. Das habe ich noch gar nicht erlebt. Ja, ja. Also und das ist dieser ganz typische Teleskop-Brennerei-Charakter. Oh, Junge. Dieses pfeffrig scharfe. Muss man mögen, ich liebe es. Viele andere auch, wie uns an den ganzen Zuschriften klar geworden ist. Also ich habe ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, als hätte ich gerade irgendwie ein scharf gewürztes Stück Sparrow in der Gosch. Schön gesagt, im Mund. Und es gibt auch diese pfeffrige spanische Wurst, diese Chorizo. Ja, 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 wie diese noch haben sie. Aber es könnte, aber wie, wenn du so ein Stück Fleisch auf dem Grill hattest und der Finger hat richtig schön gekeimt und dann ordentlich drauf gewürzt. Das putzt die Nebenhöhlen frei. Aber es putzt alles frei, mein Freund. Aber nicht schlecht. Ja, das ist ich hatte nicht allergrößte Bedenken, Thomas. Ja. Ich wollte schon heimgehen. Aber ich habe gesagt, nein, wir haben so viele Zuschriften bekommen, den müssen wir testen. Ja, wir haben so viele Zuschriften bekommen, die den Telescope 10 Jahre alt gelobt haben. Und da habe ich mir gesagt, mein Gott, ein Tod muss doch sterben. Ehrlich gesagt, das war einer meiner allerersten Whiskys, die ich mir mal gekauft habe. Das ist natürlich jetzt nicht die erste Flasche, das ist die zweite. Oder? Wer den Thomas kennt, weiß, dass das nicht die erste Flasche ist. Aber es war lieber auf den ersten Blick. Das ist immer noch so. Und das ist für mich einer der besten Insel-Whiskys überhaupt in Schottland. So. Sagen wir mal so, Thomas, er hat einfach Charakter. Ja. Er hat Persönlichkeit. Den vergisst man nicht mehr. Genau. Ist natürlich mittlerweile, Talisker gehört jetzt auch zum großen Getränkekonzern. Diageo, das ist alles professionell geführt, das ist mit Computern gesteuert. Das muss ja nicht schlecht sein. Wie auch immer. Aber was dann im Gläschen rauskommt, überzeugt mich. Thomas, Schein, ich trinke nur noch einen zweiten Schluck. Tja. Und mehr kann ich wirklich nicht. Mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Ich bin beim dritten. Ich muss unbedingt mal nach Skye. Ich habe vor, nächstes Jahr übrigens nach Schottland zu fahren. Thomas? Ohne mich? Wir machen eine Radtour. Ohne mich? Wir strampeln mit Fahrrädern über die schottischen Inseln. Gerade nach Isla, nach Isle of Mull, ich weiß nicht, Jura. Mit dem Fahrrad? Thomas, hast du Fahrrad gesagt? Fahrrad, das ist die Herausforderung. Und dann steuern wir die Destillerien an. Ihr werdet mich nicht sehen. Bei den Destillerien wäre ich noch dabei, aber sobald wir die Bremsblase verlassen, wäre es rum. Das wird interessant, das wird auch auf jeden Fall einen Bericht geben. Und Junge, das ist ein Pfeffergeschmack. Ich kann das gar nicht glauben. Man könnte meinen, du hast hier so einen Pfefferstoppel drin. Jetzt ist mir warm. Jetzt geht es mir auch ganz gut. Okay. Also, wunderbarer Whisky.
Sollen wir mal werten? Ich bin mal gespannt, was Rainer diesen Töpfchen geben wird. Als nicht kaufiger. Ich habe keine Ahnung, wie du den bewerten wirst. Thomas, ich glaube, ich werde dich überraschen. Weil ich bin ja kein Banause. Ich erkenne ja Qualität, wenn sie mir begegnet. Das heißt nicht, dass ich ab jetzt taufige Whiskys lieben werde oder noch schlimmer kaufen werde. Aber ich gebe zu, dieser Whisky hat was. Und um das auszudrücken, gebe ich 87 Punkte. Und ich 91. Weil du taufige Whiskys magst. Aber alle Achtung. Ich 87 ist für mich wie ungefähr 96, wenn ich einen Bourbon habe. Ja, genau. Also ich weiß, was dich das gekostet hat, diese Wertung. Nein, ich stehe zu der Wertung. Ich stehe dazu. Dieser Whisky ist super. Ja. Und wenn man tropfige Whiskys mag, wird man ihn lieben. Ja. Aber ich bin nun mal Bourbon. Ja, genau. Bei mir kriegt er eine klare 91. Kann ich verstehen, Thomas. Ich würde ihm wahrscheinlich noch mehr geben, wenn ich nicht den 18er Teller erkennen würde. Der Thomas geht alles. Es oder ist unfassbar. Na gut, bei den Schotten ja, bei den Bourbons nicht so sehr. Ja. Deswegen haben wir das ja so schön aufgeteilt. Und auch die Iren, da bin ich, bei den Iren bin ich zum Beispiel auch überhaupt ja, nicht. Ja, so viele Iren gibt es ja gar nicht. Und wir arbeiten uns ja vor. Wir müssen noch was zum Entdecken haben. So ist ich das. Ich teste plötzlich toffige Whiskys. Ja, genau. Trinkst Bourbon. Genau, das gibt mir Hoffnung. Wir werden weitermachen. Wir werden auch unsere kleine Reihe noch ein bisschen fortsetzen, weil wir das Gefühl haben, dass das gut ankommt. Kommt gut an. Gut ankommt draußen. Und in dem Sinne, einfach schon mal ein Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, das hat wieder ein bisschen Spaß gemacht. Und vielleicht finden wir ja noch die eine oder andere Überraschung. Schreibt uns. Genau. Auch Wünsche werden. Ja, sie ist 10 Jahre alt. Schreibt uns, was ihr mögt. Und wir testen diesen Whisky. Danke fürs Zuschauen.